Willkommen zum Lesemonat. Es ist Zeit für den Lesen. Willkommen zum längsten Lesemonat der Geschichte. Hallo ihr Leseratten. Wir haben den Lesemonat April für euch. Und ja, wie schon bei den Neuzugängen, entspannt euch. Es wird lustig. Vielleicht. Ach, weiß ich nicht. Lass ich mich mal überraschen. Aber es wird gut. Okay, fangen wir an mit dem ersten Buch, ne? Ich Thomas. Die Bewertung gerade sehr lustig. Ja, du hast das wieder mal richtig angeordnet. Sortiert. Verlass auf Betty. Wenn es ums Sortieren geht und so ist Sortieren, ja. Ist das Betty ist. Nicht Thomas so Brezina. Die Knickerbocker-Bande. Für immer. Alte Geister ruhen unsanft. Oh ja. Das hier. Aus dem Streit wurde Schweigen. Aus Tagen wurden Monate. Aus Monaten wurden Jahre. Aus der verschworenen Bande wurden Fremde und Erwachsene, die ihren Weg gingen alleine. Bis zu jenem Brief. Die Einladung zu einem Treffen der vier Knickerbocker kam überraschend für jeden Einzelnen von ihnen. Aber die Dringlichkeit des Schreibens ließ ihnen keine Wahl. Es musste ein Wiedersehen geben, nach 20 Jahren. Auf Cannon Island, der Insel des Schreckens, wartete man geduldig auf ihr Eintreffen und beobachtete jeden ihrer Schritte. Wie schon damals vor dem Streit. Alles war geplant und vorbereitet. Das Projekt ging in seine entscheidende Phase. Ja, und da habe ich mich schon drauf gefreut, als ich es bekommen hatte, beziehungsweise im Neuzugänge-Video, wo du das vorgelesen hattest hinten. Ich wusste vorher nicht, worum es geht. Ich hätte mich nur gefragt, warum für immer? Und als es dann hieß, Knickerbocker Bande als Erwachsene, wusste ich, ich muss unbedingt demnächst lesen. Jetzt war es soweit. Haben die sich denn wirklich zerstritten zum Schluss? Ja. Also es wird sogar hier, also in dem Buch ist es sogar. Der Anfang ist doch, wo sie Kinder sind, wo es zu diesem Streit kommt. Wusste man denn damals bei dem letzten Teil schon? Ich weiß es nicht. Ich habe ja bis jetzt nur ein einziges Buch davon gelesen. Wie kann man denn so eine Serie beenden, indem die sich zerstreiten? Das hat er nicht mehr weitergeschrieben und hat dann gesagt, okay, jetzt möchte ich wieder schreiben. Schwangerschaftsurlaub oder so. Vaterschaftsurlaub. Aha. Ja. Aber das ist ja ein Ding. Auf jeden Fall finde ich es richtig genial. Und vor allem, wer es als Kind gelesen hat und jetzt erwachsen ist, kann es wunderbar lesen, weil das ist kein Jugendbuch mehr, es ist ein Krimi für Erwachsene. Es geht nämlich ziemlich, ziemlich blutig zu, muss okay, ich mal sagen. Okay, es täuscht also der erste Eindruck, ja. Dass man denkt so, ach, die von früher, die Knickerbocker-Bande wieder. Für Kinder und Nein, es ist tatsächlich ein Krimi für Erwachsene und es ist richtig, richtig gut, hat von mir 5 Sterne bekommen. Es gibt auch so eine Rezension, die ich natürlich wieder immer in der Infobox verlinke, falls ihr mehr dazu wissen wollt. Also, für die Fans von damals praktisch, ist die Geschichte mitgewachsen. Genau. Es gibt auch einen zweiten Band mindestens, den ich mir auch noch unbedingt zulegen möchte. Ist der schon veröffentlicht? Ja. Und da hinten drin ist sogar ein bisschen was für, also da wirst du jetzt so nicht finden, aber in der Geschichte endet quasi so, dass man weiß, okay, da geht's weiter. Aha. Dann ist schon ein bisschen was zum nächsten Fall. Mhm. Und da kommt sogar die Sonne raus. Sitze frei von Steffi. Und ich habe meine Winterjacke an. Und es ist jetzt gerade richtig warm. Du hast ja auch einen dicken Pullover an. Der ist nicht dick. Dicker als meins. Meiner ist sogar luftdurchlässig. Luftdurchlässig. So. Dann habe ich ja ein Buch bekommen, wo ich ja schon in der Insta-Story, glaube ich, gesagt, gefragt hatte, weil ich gerade bei dem Buch war, ob ich das weiterlesen sollte. Oder das anfangen sollte, weil ich es nicht abwarten konnte, dieses Buch zu lesen, ja, als es bei mir ankam. Und was hast du dann gemacht? Was war die Antwort von der Abstimmung? Die meisten, also es war am Anfang so wirklich sehr ausgeglichen, aber irgend hat gewonnen, dass ich Alte Geister ruhen unsanft weiterlesen soll. Ich glaube, dafür habe ich auch abgestimmt, dass du das zu Ende liest, jetzt erstmal die Knickerbocker-Bande. Genau, habe ich auch gemacht. Genau, und dann kam Manuela Inusa, der fabelhafte Geschenkeladen. Oh ja. Und zwar der vorletzte Teil der Reihe. Ja. Aus dem Geschenkeladen von Orchid. Merkwürdiger Name, keiner weiß so wirklich, wie man den ausspricht. Willkommen in der Valerie Lane, der romantischsten Straße der Welt. Orchid liebt ihren kleinen Geschenkeladen, mit dem sie sich ihren Lebenstraum erfüllt hat. In Orchids Giftshop gibt es alles, was das Herz begehrt.
wunderbare Düfte, Badeperlen und selbstgemachte Kerzen. Doch das größte Geschenk, das Orchid anderen gibt, ist ihre Zeit. Immer gut gelaunt hat sie ein offenes Ohr für jedermann. Nur ein Mensch traut sich ihr nicht an. Und das ist ausgerechnet Orchids Freund Patrick. Ein Mensch traut sich ihr nicht an? Ja, vertraut sich ihr nicht an. Ach. Hast gut aufgepasst, das war mit Absicht. Genau. Ja. Schon länger scheint es in ihrer Beziehung zu kriseln. Doch selbst Orchids beste Freundinnen wissen keinen Rat, das habe ich gesehen. Und als Orchid endlich beschließt, Patrick vor die Wahl zu stellen, erfährt sie etwas, das sie nie für möglich gehalten hätte. Und ich hätte auch nie für möglich gehalten, wie dieses Buch endet, weil es endet eigentlich anders, als man es denkt. Und dennoch mit einem fiesen Cliffhanger. Und ich hoffe, dass der im nächsten Mal noch aufgeklärt wird, weil das war echt so, das kann doch jetzt nicht so enden. Und ich habe das Buch auch zu Hause. Ja, warum hast du es nicht gelesen? Verdammt! Ich habe es ja schon im Neuzugänge-Video gesagt. Ja, ich glaube, ich muss das echt lesen. Du musst es dringend lesen. Es ist richtig gut. Und wie gesagt, das Ende, ich will es jetzt, der 18. Juni ist, damit das Buch hier ist. Wirklich, das ist... Und im Juni erscheint ja dann der letzte Teil. Weißt du, was ich mir für den letzten Teil wünsche? Dass wir es gemeinsam lesen? Nein. Schade aber auch. Nein. Ja. Am 8. kommt es? Am 18. Ach so, am 18. Dass das Buch doppelt so dick sein wird wie alle anderen. Und dass dann... Genau, guck mal. Und dass es dann... Welcher Laden fehlt denn jetzt eigentlich noch? Der Blumenladen. Von dem Typen. Mhm. Und dass dann aber auch nochmal alle Geschichten nochmal irgendwie aufkommen. Also, dass nochmal von dem Papa von der einen berichtet wird und wie es der geht. Aber das machen sie doch immer. Ja, aber ich meine, so komplett vereinigt. So, weil so der letzte Teil, das muss nochmal so... Ach, ein schöner Abschluss. Wir wollen nicht, dass zu Ende ist. Wusstest du, dass eben eine Nusa genauso alt ist wie ich? Mann, der letzte Teil hat auch so einen dramatischen Namen. Die kleine Straße der großen Herzen. 320 Seiten. Nein, ist er genauso dick wie all die anderen auch. Ja. Sogar noch dünner. Nein, da hinten ist immer eine Leseprobe dran. Achso, warte mal, das stimmt. Die geht aber auch echt lange, wa? Guck mal, zwei Kapitel sind in der Leseprobe. Das müsst ihr jetzt durch, das ist nämlich wichtig. Und ich habe schon ganz viel Feedback bekommen von anderen, dass wir sie angestickt haben. Ja, zwei haben mich ja auch verlinkt. Von daher... 310 Jenny, Seiten. Ja. Sorry dafür. Also, oder auch nicht. Ich habe auch schon das Feedback. Komm mal wegen euch. Ja, meistens wurden beide verlinkt. Also bei Insta-Story auf jeden Fall. Ja, genau. Aber ich habe auch Privatnachrichten bekommen. Hm. Aber bei den beiden waren wir beide verlinkt. Ich dachte so, okay. Dann machen wir mal weiter. Annie war ja ganz extrem. Achso. Die hätte gleich alle Bücher gekauft. Ja, die hat gleich gesagt so, pff, wenn schon, denn schon. Jenny, hast nicht so ganz gefallen. Aber zumindest möchtest du ja weiterlesen. Ist ja schon mal gut. Ja. Wie, es hat ihr nicht gefallen? Naja, nicht so. Sie hat ihr 3,5 Sterne gegeben. Wie? Sie ist halt nicht so der romantische Leser, so meinte sie. Liebesromanleser. Aber weil du ja auch sagst, das wird vom anderen Mann besser, ich möchte sie weiterlesen, als sie gesagt. Ah, jetzt bin ich auch noch schuld. Wir sind doch beide schuld. Carrie Price kommt jetzt. Das nächste Buch. Ja. So. Ich habe gar nicht gesagt, nix für dich. Wie viel? 5 Sterne übrigens. Das habe ich vergessen zu sagen. Entschuldige bitte. Und jetzt kommt Carrie Price. Nix für dich, Jenny, weil das ist ein Liebesgedönsding. Und sowas liest du ja nicht gerne. Ich eigentlich auch nicht. Aber das hat ja nicht viel mit Liebe zu tun, der Geschenkeladen und so. Das ist einfach Freundschaft und Zusammenhalt und... Ja, es ist schon immer ein bisschen Liebe mit bei. Das musst du aber zugeben. Ja, aber es geht nicht um Knutschen und... Sowas machen die. Um was bitte? Eis essen und so. Gefühlsbeben von Carrie Price. So, da ist aber hier mit Schmaddern und so bestimmt. Unnahbar und verführerisch. Lynn Chase, oder Chase, wie ich sie nenne. Chase. Ich habe was im Auge. Na toll, passend. Hat das Kleinstadtleben hinter sich gelassen. Zu viel Schmerz verbindet sie mit dem malerischen Städtchen Oceanside. Am renommierten Kingston College in Boston versteckt sie ihr empfindsames Herz hinter einer Fassade aus Sarkasmus. Der einzige, der sie durchschaut, ist der unverschämt gut aussehende Jared Parker. Er lässt die Herzen ihrer Kommilitoninnen höher schlagen und beflügelt so manche Fantasie. Sein Blick trifft genau in Lynns Seele, doch sie lässt sich nichts anmerken und scheint gegen seine Reize immun zu sein. Wird er es schaffen, die harte Schale um Lynns Herz zu durchbrechen?
romantisch und sexy. Ein Make It Count Roman. Genau. Das war der Band der Reihe. Aber man kann sie. Ah, okay. Man kann sie? Abhängig von der. Was? Hoffentlich lässt sie das drin. Hoffentlich. Also, man kann sie unabhängig voneinander lesen, wollte sie sagen. Und sie fand es ganz gut. Carrie Price, alias bekannt. Ja, Popescu. Richtig. Ja. Ich habe dazu eine Rezension gemacht, die verlinke ich euch wieder in der Infobox natürlich. Und ja, ich fand es ziemlich gut. Hat von mir 4 Sterne bekommen, um es nicht wieder zu vergessen. Und ja, ist auch anders mit denen. Beide haben so ihre Geheimnisse und beide wollen nicht so ganz gut rausrücken. Aber letztendlich können sie einander vielleicht sogar helfen bei ihren Geheimnissen und diese Probleme, die sie mit sich bringen, zu überwinden. Okay. Kommen wir zum nächsten Buch. Und zwar von, oh, jetzt soll es anderes sein, Adriana Popescu. Morgen irgendwo im Nirgendwo. Am Meer. Entschuldigt. Ich drehe mit mir gehen jetzt die Frösche durch oder sowas. Was sagt man, mit mir gehen jetzt die Frösche durch? Die Pferde? Die Pferde! Die Pferde! Fängt ja fast genauso an. Wie so ein Pedersvorteil. So, Adriana Popescu. Das habe ich schon wieder vergessen. Morgen irgendwo am Meer. Jetzt riecht durch. Jetzt kommen die Glitzerbirnen. Zu viel Kaffee. Da kommen die Glitzerbirnen. Jetzt geht's los. So, hier ist vorne. Ein goldener Mercedes, den Sommerwind im Haar und das Meer vor den Augen. Betty ist heute gut gelaunt. Die lacht heute gerne. Was Romy, Konrad, Nele und Julian auf ihrem gemeinsamen Weg nach Litterbonn erwartet, scheint der perfekte Sommerroadtrip nach dem Abitur zu sein. Doch dass jeder von ihnen weit mehr als nur leichte Sommerklamotten im Gepäck hat, wird dieser eher durch Zufall entstandenen Fahrgemeinschaft erst im Laufe der Reise klar. Denn in Wahrheit geht es bei diesem Roadtrip um nichts weniger als die Suche nach sich selbst, dem eigenen Leben, der großen Liebe und wahrer Freundschaft. Adriana Popescu schreibt Bücher, die Leserherzen hoch und höher schlagen lässt. So. Ja, auch wieder ein wunderschönes Sommerbuch. Du feiger Scheißkerl. Das Seppertülei. Okay, ich weiß auch, wer gemeint ist. ja. Wieder ein wunderbares Sommerbuch, auf jeden Fall ein Roadtrip, wie ich ihn mag. Vor allem, weil er eben nicht geradlinig verläuft und nach Plan. Sowas mag ich immer ganz gern. Und ja, jeder hat so sein Geheimnis, wieder zum Päckchen zu tragen, mit dem sie irgendwie klarkommen müssen. Und es endet auch wieder anders, als ich dachte. Also an einer Stelle zumindest anders. Was mache ich hier eigentlich? Und ich finde ja Nele am besten, weil sie kennt die anderen drei eigentlich überhaupt nicht. Ist nur durch eine Mitfahr-App hinzugekommen und fotografiert sehr gerne und sieht die anderen immer so, wie ihre Kamera sie sieht und zwar völlig uneingenommen und eigentlich kann sie jedem doch mehr oder weniger in die Seele gucken durch ihre Linse. Die finde ich klasse. Nele ist super. Ja. Alle anderen sind auch toll, aber Nele ist so mein Favorite in der Geschichte. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt, war ich schon gespannt bei dem Neuzugänge-Video. Mary Lewis, Schlussstriche zieht man nicht mit Bleistift. Echt mal. Also ehrlich, war Konstantin? So. Ach so. Zwischen Schweinestall und Rosenbeet. Als Molly Taylor das Haus ihrer Tante erbt, kippt sie vor Freude beinahe vom Stuhl. Denn Harrington Hall ist ein riesiger Landsitz an der südwestlichen Küste Englands. Vor Ort erwartet sie jedoch wenig Glamouröses. Ein kauziger Onkel im Admiralsmantel, ein fluchender Papagei. Der Betty heißt. Na, da haben sie ja wieder. Die kennt dich bestimmt, die Autorin. Und eine dringend renovierungsbedürftige Villa samt Rosengarten. Doch Molly lässt sich nicht unterkriegen. Sie bewaffnet sich mit Spachtel und Mörtel, um dem baufälligen Gebäude den Kampf anzusagen. Entschuldigung. Charmant. Ich weiß immer nicht. Charmant. Ein bisschen Kompetenz hier, bitte schön, ja? Charmant, witzig und herrlich britisch. Die perfekte Lektüre für den Sommer. Ja, ein Papagei namens Betty. Und der ist auch sehr präsent die ganze Zeit, muss ich mal sagen. Siehst du? Verpiss dich! Und sowas. Aha! Ja, der ist sehr sympathisch, der Papagei.
Allerdings habe ich auch schon in der Rezension, die ihr demnächst sehen werdet, gesagt, dass ich nicht weiß, wie der deutsche Titel zustande gekommen ist. Weil der englische Titel heißt Good Year for the Roses. Mhm. Und passt viel besser, weil vor jedem Kapitel auch was über Rosen gesagt wird und Rosen da auch als Deko teilweise genutzt werden. Da zum Beispiel. Von daher habe ich keine Ahnung, was für Schlussstriche sie damit meinen, wo die Schlussstriche zu finden sind. Aber okay. Cover lässt auch zu wünschen, passt auch überhaupt nicht, also, gar nicht. Da ist ja noch nicht mal eine Rose auf dem Cover abgebildet. Nee. Also da sind Blaubeeren drauf. Blaubeeren kommen da nicht vor. Es kommt noch kein Blaubeereis vor. Ich weiß nicht, auch wie keine was Minze. Man, nein, was man sich bei dem Cover und dem Titel gedacht hat. Und das ist ja das, was mich angesprochen hatte als allererstes. Ja, genau. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. So, aber ich fand das Buch trotzdem sehr, sehr gut. Habe von mir trotzdem 4 Sterne bekommen. Weil es ist, als wenn man irgendwie einen Familienvlog gucken würde. Aha. Es ist einfach, man hat keine Spannung oder sonst irgendwas drin. Es ist einfach nur, man schaut der Familie beim Leben zu oder beim Leben neu aufbauen. Weil sie hat sich gerade scheiden lassen, muss ihr Haus verkaufen und muss mit ihren 3 Söhnen eben ein neues Leben beginnen. Und da sie das Harrington Hall geerbt hat, ziehen sie eben dahin und versuchen da ein neues Leben zu beginnen. Und dann ist halt wirklich der ganz normale Alltag ein ganzes Jahr lang. Und ich find's gut. Wenn dann dachte ich nur so, okay, und wie geht es weiter? Ich möchte gerne weiterlesen. Das war gerade so schön. Das ist einfach nur eine schöne Sommerlektüre, wo man, ganz Jahreslektüre, weil es ja ein ganzes Jahr spielt, die man einfach so weglesen kann. Ja, aber hat es denn auch wenigstens irgendwas mit einem Beziehungsende oder irgendwas Lebensabschnitt oder irgendwie? Das ist halt, ja, sie haben sich scheiden lassen und da beginnt das Buch. Schlussstriche zieht aber man nicht halt mit Bleistift. Warum das mit Bleistift? Keine Ahnung. Okay. Wusstet ihr, dass Gallica-Rosen die älteste Gartenrose ist, die es gibt? Sowas lebt man in dem Buch. Und dass deren Blütenblätter, weil sie so kräftige Farben haben, meistens immer als Potpourri verwendet werden? Seht ihr mal? Das ist also am Anfang eines Kapitels steht dann immer so ein bisschen Info zu einer Rosen. Für mehrere. Ja, genau, habe ich schon gesehen, schon von verschiedenen. Das ist aber mal ganz süß. Ja, auf jeden Fall. Lasst euch von dem Cover und dem Titel nicht erschrecken, wenn ihr irgendwann irritieren. Es hat damit nicht wirklich was zu tun, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr schönes Buch. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Also ein gemütliches, schönes ja, Buch. Ja, wenn man einen Familienvlog gucken würde. Ah, schön. Das ist, ja, zurück in den Entspann. Das hört sich auch gut an hinten auf der Rückseite. Also ist es auch. Schön. Wunderbar. Kommen wir noch zu 2 E-Books. Genau, und zwar von Romina Gold, Das Haus der Sehnsucht. Eine verbotene Liebe, ein romantisches Haus am See und der Beginn eines neuen Lebens. Michelle und Alexander lieben sich und doch dürfen sie nicht zusammen sein, denn Alexander ist verheiratet und hat einen kleinen Sohn. In ihrem Liebeskummer zieht sich Michelle in ein idyllisch gelegenes Haus am Pleasant Lake zurück. Dort trifft sie auf den sympathischen Matt, nicht Mann. Also ähnlich ist auch Matt. Mann. Der wieder Freude in ihr Leben bringt. Doch so sehr sie es auch versucht, sie kann Alexander nicht vergessen. Erst ein schockierender Schicksalsschlag bringt sie dazu, ihre Lebensplanung erneut zu überdenken. Oh ja. So. Auch hier weiß ich nicht, wo der Titel herkommt. Weiß ich nicht, welches Haus ist das Haus der Sehnsucht? Keine Ahnung. Die wohnen ja nicht im gleichen Haus oder das spielt ja nicht alles in einem Haus. Deswegen weiß ich nicht, ob jetzt das Haus, wo Alexander mit seiner Familie wohnt oder das Haus am See, das Haus zu sehen, das weiß ich nicht, irgendwie nicht so ganz klar. Und sie zieht sich auch nicht wegen Liebeskummer zurück, sondern weil sie erfährt, dass sie von Alexander schwanger ist. Aua. Und ihm nicht halt die Wahl lassen möchte, Familie oder sie, sondern sie möchte, dass er mit seiner Familie bleibt und deswegen will sie es alleine versuchen, mit dem Kind klarzukommen. Ja, hätte sie mal verhütet, wäre es nicht passiert. Sie hat die Pille genommen. Ja, ja, das sagen sie alle. Und hatte sie auch mal Durchfall oder war besoffen? Keine Ahnung. Aber es hat mir trotzdem... Dann hat das so sein sollen. Ja. Und ich wette, Matt ist ein ganz herzensguter Mann und nimmt sie mit dem Kind und sie lieben sich, bis sie sich schwängern lässt und dann zum nächsten Mann geht. Also, was du im Matt sagst, passt alles. Aber sie... kann sich nicht in ihn verlieben, weil sie immer noch Alexander liebt. Das Haus der Sehnsucht. Es klingt nach Herzschmerz. Ist es auch. Ist das, der Schicksalsschlag, der auch noch kommt, der ist auch richtig, richtig heftig.
Aber ansonsten wirklich auch ein tolles Buch. Man kann es wunderbar lesen. Ich habe es innerhalb von 4 Tagen ausgelesen. Und ja, kann ich auch nur empfehlen. Ist klasse geschrieben. Ich habe am Anfang gedacht, ich müsste es abbrechen, weil es in eine ganz bestimmte Richtung ging, die ich nicht gerne lese. Weil es nur um eine ging. Aber dann ging es endlich für mich los. Also es war das gegenseitige Beschnuppern, was dir nicht so gefallen hat. Nicht das gegenseitige Beschnuppern. Sondern, naja, es ging halt immer nur, sie wollten halt immer nur zusammen sein. Ich dachte mir so, meine Güte, Leutchens. Als sie zum See abgehauen ist, dann ging's bergauf. Na, wunderbar. Dann war alles schön. Ah. Dann wurde das Buch richtig gut. Es hat bei mir 3,5 Sterne bekommen. Okay. Ist jetzt aber auch nicht so... Wie dem Anfang halt, das war halt nicht so meins. Aber gut, dass du dran geblieben bist, hat sich wenigstens der Rest danach noch gelohnt. Danach auf jeden Fall. Okay. Dann hatte ich so 2 Sterne, 3 Sterne, da war es am Anfang bei mir gewesen. Aber dann wurde es dann noch besser. Okay. Naja, gut. Kanntest du Romina Gold? Nee. Da siehst du. Da haben wir vielleicht auch mal was Neues kennengelernt. So, das nächste E-Book von Wendy K. Harris oder wie wir Amerikaner sagen, Wendy K. Harris. Das Erbe der Insel. Ist das Video doch länger geworden als gedacht? Ne? Ja, länger als andere zumindest. Ein furchtbares Familiengeheimnis vor der rauen Kulisse der Isle of Wight. Der gefühlvolle Roman Der Erbe der Insel von Wendy K. Harris bei dotbooks.de oder so ähnlich. Die Schriftstellerin Jane erbt ein altes Cottage. Also, die müssen alle Verwandtschaft haben, wo die überall hinziehen und was die erben. Aber wie oft ist es gewesen, also mit irgendwas also erben, oder? Ständig. Also heute ganz das Ganze im Zeichen des Erbes. Der das. Die Schriftstellerin Jane erbt ein altes Cottage auf der Insel of Wight. Von Lily, der stets totgeschwiegenen Schwester ihrer Mutter. Von Lily, der stets totgeschwiegenen Schwester ihrer Mutter, sie wusste nicht, also ihre Tante. Sie wusste nicht, dass sie eine Tante hat. Auf der Suche nach Antworten fährt Jane auf die Insel und lernt Lilys Familie und Freunde kennen. Den schweigsamen Fischer Neptun, die kauzige, aber warmherzige Emmeline. Emmeline und Margaret, Lilys verträumte Tochter. Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlt Jane sich willkommen und geliebt und lauscht begeistert Emmelines Erzählungen von der wilden Zeit vor 40 Jahren. Doch die drängendsten Fragen bleiben unbeantwortet. Warum haben Janes Eltern die Insel damals Hals über Kopf verlassen? Warum wurden aus 4 Freunden Feinde fürs Leben? Und warum hüllen sich alle ins Schweigen? Jane ahnt, die Antworten werden ihr Leben verändern. Ebenso bewegend wie mitreißend die große Familiensaga. Ah. Und das ist Band Nummer 1. Ah, okay. Obwohl es nicht immer um die gleiche Familie geht. Okay. Okay, sag schnell, was du hier für eine Bewertung gegeben hast, während wir ihn weiter dann beobachten. Auch hier fing es erstmal so langsam an. Ich kann mich nicht konzentrieren. Das tut mir leid. Und ich habe dem Ganzen auch nur 3,5 Sterne gegeben. 3,5 Sterne? Ja, aber zum Ende hin wird es eigentlich richtig, richtig heftig, wie ein Krimi. Also das, was da alles passiert, was da alles aufgedeckt wird, ist echt der Hammer. Okay. Also es ist richtig gut. Ja, der Schreibt ist auch super. Und? Ja, also was da aufgedeckt wurde, das ist echt der Hammer. Also was ich dann irgendwann da so... Ich habe unterwegs gelesen, ich konnte nicht die ganze Zeit so da sitzen, aber es war einfach... Muss ja auch heftig sein, wenn hier steht, dass aus Freunden Feinde fürs Leben geworden sind. Jein. Jein. Okay. Es gab eigentlich nicht wirklich Freunde, es gab 2 Schwestern. Und mehr möchte ich nicht verraten. Also die kannten sich alle. Also Janes Eltern und... ist sie natürlich mit Lily verwandt, logischerweise. Und alle 4, also auch Emmeline, Neptun, alle kannten sich früher. Aber so wirklich Freunde waren Janes Eltern mit den anderen nicht unbedingt. Also so ein bisschen schon, aber... Und warum nur 3,5 Sterne? Wegen diesem lahmen Anfang. Weil das auch wieder, wie bei dem davor. Weil es so lange gedauert hat, bis es überhaupt mal irgendwie in die Puschen gekommen ist. Okay. Aber dann das Ende war so bam, 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 bam. Das war so, wow, was ist doch... Das kann jetzt nicht, nee, das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Okay. Also das war so richtig heftig, also Wahnsinn. Und ich habe auch schon beim 2 angefangen zu lesen unterwegs, von daher. Ah, okay, dann kann es ja nicht ganz so doof gewesen sein. Genau. Ich bin auf beim 2 sehr gespannt. Aber da geht es, wie gesagt, mit anderen weiter. Die anderen kommen zwar noch dran vor, aber ja.
Also rundum eigentlich, wenn man das so sieht, ein guter April. Ja. Und vor allem, ich habe meinen Zug abgebaut. Ja, das, was dazugekommen ist, hat sie auch gleich gelesen. Ja, in der gleichen Reihenfolge ist gekommen. Und die Bewertung, es hat sich alles gelohnt. Ja. Das ist schön. So eine Monate sind gut. Ich hoffe, es geht so weiter. Hoffen wir dass auch. Dass ich genau das lese, was ich auch bekomme. Und mehr. Um den Zug abzubauen. Genau. Na denn, der Akku blinkt. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ahoi.